Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich lese in der Zeitung, es ist absurd, bei 30 Grad im Freien eine Maske zu tragen. Ja, macht ja auch keiner, jedenfalls nicht die Normalen. Also, die Normalen benehmen sich normal und die Gestörten tragen Maske. Denn Begründung dafür wird auch gleich nachgeliefert. Gestern lag der Inzidenzwert in Berlin bei 20,2 und der R-Wert bei 0,66. Beide also extrem niedrig. Okay. So. Was ich jetzt noch möchte, ist, dass sämtliche Freiheitsbeschränkungen und Grundrechtseinschränkungen wieder aufgehoben werden. Bis zum nächsten Mal, ja? Wie bis zum nächsten Mal? Naja, also nach dem Herbst, ne? Oder im Herbst, da kommt ja die nächste Grippe und dazu gehören ja Influenza, ne? Und Rhinoviren und Coronaviren und dann könnte es ja sein, nicht? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gut, also damit wir als Bevölkerung das genehmigen, dass dann wieder ordentlich draufgehauen wird, so mit Masken und Verordnungen von oben, mit Strafen und Freiheitseinschränkungen und all diesem Zeugs, müssten die ja jetzt erstmal aufgehoben werden. Sonst könnte man ja die Politiker irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Die halten sich ja nicht an ihre eigenen Verordnungen. Also im Infektionsschutzgesetz, da stehen so bestimmte Grenzen drin, wann man dann was zu machen hat und wann all dieser Quatsch wieder aufzuheben ist. Ne? Und da sollte man sich doch ganz schnell mal dran halten. Also für mich hat die Aufhebung sämtlicher Einschränkungen, die durch Corona bedingt sind, sofort zu erfolgen. Aufhebung aller Beschränkungen sofort. Ansonsten muss ich doch wirklich an der Rechtschaffenheit dieser Damen und Herren zweifeln, die nur das Beste für uns wollen. Das Beste für uns zu wollen, ist doch jetzt erstmal uns einen schönen Sommer zu gönnen, nicht wahr? Also, liebe Regierung da oben, ja, gebt uns Freiheit, gebt uns Menschenwürde, gebt uns Menschenrechte. Lasst uns mal wieder tun und lassen, was wir wollen. Gebt uns Föderalismus, gebt uns Subsidiarität. Ja, wir möchten mal wieder normal leben. Kaiser war früher, okay? Absurdistan auch. Es ist vorbei. Die Pandemie ist vorbei. Jedenfalls im Moment.